Willkommen zurück auf meinem Kanal Hof Alte Mühle. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch allen natürlich, alle, die meine Videos angucken, allen Abonnenten ein ganz, ganz tolles Jahr 2022. Heute ist endlich mal ein Tag, wo es irgendwie am Morgen nicht regnet, nicht schneit, nicht friert oder ähnlich. Und ich kann auch mal wieder ein Video machen. Erstmal möchte ich mich bei allen bedanken, die meinen Kanal abonniert haben. Wirklich ganz, ganz toll. Irgendwie sind täglich hier 4, 5, 8 Abonnenten dazugekommen. Ich bin jetzt schon bei 163 Abonnenten. Das ist echt klasse. Und da nochmal danke, danke, danke. Und ja, das zeigt mir irgendwie, dass es euch Spaß macht, mir zuzusehen und bei meinen Projekten dabei zu sein. Jetzt sind wir auch mal noch im Entengehege. Ich werde die Lümmel gleich mal rauslassen und auch mal füttern. Die sind echt groß geworden, also im Vergleich zu den letzten Videos werdet ihr sehen, da sind erstmal aus zwei Enten, wo ich dachte, es sind Enten, noch zwei Erpel geworden. Der eine ist ein richtig stabiler und der andere auch nicht schlecht. Und ich überlege jetzt schon wirklich, ob ich die Ruhenklären doch noch versuche zu züchten in diesem Jahr. Zum Schlachten sind sie mir eigentlich zu schade. Vielleicht findet sich ja auch noch jemand, der einen Erpel und zwei Enten haben möchte oder gegen eine andere Rasse tauscht, mit der er nicht weitermachen möchte, sodass wir die der Küche zuführen können. Ja, falls irgendwo Interesse besteht, meldet euch einfach. E-Mail-Adresse steht drin. Kontaktiert mich einfach. Jetzt werde ich sie nun mal rauslassen. Wudi, 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 Wudi. Wudi, 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 Wudi. Ja, im Vordergrund seht ihr die Ruhenklärenten. Und dahinter die Erpel. Also nicht der erste, sondern der zweite. Das ist echt ein richtiger Berber geworden. Und wirklich ein echt richtig schönes Tier. Und die Überlegung ist echt, ob ich da nicht wirklich die beiden Enten und den Erpel da noch separat sperre. Vielleicht im kleinen Stall, wo ich letztes Jahr die Küken aufgezogen habe mit der Flugente. Weil die mir wirklich echt super gefallen. Ne? Die sind so gut gewachsen in den letzten Monaten. Und mit dem Orpington, der Erpel ist jetzt ganz vorne auf der rechten Seite, wie ihr seht. Ist auch ein schönes Tier. Und mit den Enten werden wir da dieses Jahr natürlich so viele Brutdurchgänge machen, wie die Flugente es zulässt. Ne? Ja, die Enten haben die Minustemperaturen, die ja bei uns irgendwie bis minus 15 ein paar Tage über Nacht runterging, gut überlebt. Der Teich war natürlich bis auf einige Stellen, einige kleine Stellen am Zulauf und am Ablauf komplett zugefroren. Die hatten auch gar nicht richtig Lust rauszukommen. Nun haben wir es ja ein Glück so, dass wir wieder im Plus sind und die Enten sich wieder wohlfühlen auf dem Teich, wieder schwimmen können, sich putzen können und sich wieder deutlich wohler fühlen. So, kleiner Wechsel ins untere Gehege. Und hier kommt unsere bunte Legetruppe. Hier laufen einige Mixhühner, aber auch noch ein Zwerghuhn, zwei, drei Blumenhühner, Hennen aus dem letzten Jahr, die wirklich schön geworden sind, Hinkelotter, der wir im letzten Jahr das Bein geschient haben und die wieder läuft wie ein richtiges Jungtier. Und hier kommt Thorsten. Thorsten ist schon wieder ganz heiß. Das ist ein kleines Projekt von meiner Frau. Aufgrund der dunklen Eierfarbe ist die Rasse Maran natürlich sehr beliebt. Und deshalb haben wir hier aus der Nachbarschaft noch zwei Hennen übernommen und noch zwei Hennen dazugekauft. Ja, und dann haben wir uns noch Thorsten geholt. Thorsten ist so ein bisschen dröpelig gewesen, wie wir ihn bekommen haben. Ist eine Handaufzucht. War auch Bedingung, dass er nicht in den Topf kommt. Und mit Thorsten und den vier Ladies wollen wir, beziehungsweise meine Frau, dieses Jahr auch noch ein bisschen die Zucht der Marans starten. Ja, hier sind wir im Gehege der goldenen Totleger. Ihr seht, ein Hahn, vier Hennen, also 1,4. So halten wir sie hier auf 80 Quadratmetern.
Die Eierleistung ist seit dem Besuch vom Fuchs im September gleich null. Wir haben aber auch noch, muss man dazu sagen, zwei Jungkennen mit dabei, die noch gar nicht legen können. Aber auch die beiden Älteren sind im Legeverhalten da wahrscheinlich noch nicht ganz über den Angriff vom Fuchs hinweg. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und hoffen, dass es, wenn die Temperaturen wieder ein bisschen hochgehen, im März, Ende März, vielleicht auch erst im April, dass wir da eben den Brüter wieder anschmeißen können und auch von der Rasse wieder eigene Nachzucht bekommen, sodass wir da auch wieder Tiere eben zur Ausstellung bringen können, aber natürlich auch ein paar Tiere wieder verkaufen wollen. Da ist schon jemand ganz aufgeregt, wahrscheinlich echt hungrig. Ist auch schon ein bisschen später als sonst, um für dieses Video natürlich nicht im Dunkeln zu stehen, sind sie heute etwas länger im Stall. Ja, hier im Gehege der silbernen Totleger. Ihr seht hier einen Hahn und eine Junghenne und eine Althenne. Die Althenne, wie bei den Goldenen, legt seit dem besagten Tag im September auch kein Ei mehr. Die Junghenne ist noch nicht so weit. Ich habe mich hier auch für den Hahn entschieden, nicht mit der HV-Bewertung, sondern mit sehr gut 94, da er mir vom Gesamteindruck einfach irgendwie besser gefällt, noch ein bisschen bulliger ist, ein bisschen robuster aussieht. Und damit werden wir dieses Jahr die Zucht starten. Auch die laufen hier auf 80 Quadrat. Im März wird es so sein, dass sie hier 1.4 laufen mit den beiden Jungkennen. Und wir hoffen, dass wir auch hier wieder gute Bruterfolge haben, so wie im letzten Jahr, um auch wirklich besser aufgestellt zu sein. Jeppa, was war denn da los? Aber schnell wieder zu die Tür. Ja Leute, das war's schon mit unserem Jahresausblick 2022 vom Hof Alte Mühle. Ich habe euch erzählt, was wir mit den Hühnerrassen in diesem Jahr so vorhaben. Totleger Gold, Totleger Silber, Zwergrheinländer, Orpington Enten, als auch Marans, alles das wird im Jahr 2022 passieren. Da könnt ihr euch schon auf viele tolle, niedliche Küken freuen. Und was ihr im Hintergrund seht, das habe ich mal besorgt. Kurz vor Weihnachten noch, sind Paletten. Was ich damit vorhabe, werdet ihr in einem der nächsten Videos sehen. Da fehlt noch ein bisschen was aus dem Wald. Das hole ich die Tage ab. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank. Klingt die Glocke. Lasst ein Like da. Ich freue mich. Bis bald.